Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Endzeitbegriffe V3 wieder mit dem Leo. Hi na. Mit dem MacMopsy23. Hi na. Und mit die Wiese. Hi. Na. Selber schuld, ich kann nichts für deinen Namen, Patrick. Also, das bist selber schuld, ne? Also, kann ich nichts ändern. Das kriegt jeder hin, außer du. Ist mir egal. Respekt. Da gibt's ein Lied. Kennst du das? Kennst du das Buch? Nee. Der Weg war umsonst? Nein, kenn ich nicht. Solltest du dich mal mit befassen. Ja, ist das gut? Nein. Nee, okay. Was hupt hier zum Teufel? Ja, einer mit einer vernünftigen Hupe. Ja, kann ich mithalten. Kann er nicht. Kann er. Nee, kann er nicht. Kann er. So, wir haben den Glanes-Mod mit rein. Heißt er Glanes-Mod? Ich weiß Glanes. Nicht. Glanes-Mod mit reingenommen. Der ist ja nicht. Ich kann ja die Karte ausmachen, weil ich weiß, wie die Map aussieht mittlerweile. So. Ja, ist ja okay. Ich fahr schon weg. Entschuldigung. Ja, oh mein Gott. Ich hänge. Moment. Alles wartet wieder auf den Werner. Alles klar, ich bin doch schon weg. Wie immer halt. Ihr Süßen. Ja, alles gut. Wie immer. Muss hier. Das sieht richtig kacke aus, aber ich muss da durchfahren tatsächlich. Ja, sehr kacke aus. Leo? Hol dir mal einen Tee. Klingt nicht besonders gut. Ach ja. Was gibt's irgendwas Neues? Irgendwas Atemberaubendes? Nö. Nö. Nee. Alles beim Alten. Werner stinkt immer noch. Ja, aber das ist ja. Okay. Nichts Neues. Okay. Weiß jeder mittlerweile. Ja, gut. Weißt du, was mir auffällt, Leo? 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 Ja, bitte. Willst du das wirklich hören? Willst du das wirklich wissen? Nee. Ich glaube. Komm doch. Es kommen immer mehr Leute in den Livestream bei dir und sagen, Leo stinkt. Nein, tun sie nicht. Und ich kann nichts für. Nein, tun sie nicht. Nee. Nein, tun sie nicht. Kann nichts für. Nee, tun sie nicht. Ich meine, der Hashtag Leo ist inkompetent gilt immer noch, by the way. Nein, tut das nicht. So, wie weit seid ihr denn? Da vorne ist einer. Wo ist der? Wir sind. Also, zu viel geht das echt schnell. Wo bist du schon wieder? Achso, du bist da hinten. Ja, ganz links. Ich fehlt ein Streifen. Das mache ich aber. Zwei Streifen mehr, ne? Zwei Streifen? Nee, ein bisschen links davon nochmal ist ein Streifen. Ja, zwei oder drei Streifen. Okay. Die ist nicht angefangen, haben wir nicht aufgehört. Nicht zu Ende gemacht. Ja, irgendwie komisch. Na, gucken wir mal. War bestimmt die Wiese, die war beleidigt, weil wir kein Gras gesetzt haben. Black. Ich habe eine Frage. Ja, bitte, Patrick. Es rauscht. Ja, schon wieder, ne? Also ich weiß auch nicht. Ja. Das dabei ihr seid Bastarde, wisst ihr das? Ich hab mir die Folge angeguckt. Ihr seid sowas von hinterlistige Jungs, ne? Das gibt's gar kein zweites Mal auf der Welt. Das verstehe ich jetzt nicht. Boah. Ich auch nicht. Was war das für eine Folge? Ich weiß gar nicht, was er meint jetzt. Ja. Die Faktoria-Folgen. Weißt du, was das Schlimme daran ist? Jetzt muss ich mir jede verdammte Faktoria-Folge angucken, damit ich weiß, ob ihr mich gelästert habt oder nicht. Haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir im Gegensatz zu dir nett sind, Werner. Ja, genau. Wir haben nur dich als Klingelton verwendet, weil das Geräusch uns halt ziemlich an den Werner erinnert hat. So. Den du mir übrigens immer noch nicht geschickt hast. Ja, ich weiß. Ich bin faul. Der Leo ist ein ganz verlässlicher. Ja, ist er. Ja. Ja, ist alles okay, Leo. Ich wollte eigentlich eine Frage stellen, bevor mich irgendwer mal unterbrochen hat. Was wollen wir uns denn mit dem Geld kaufen? Hat man da letztes Mal Pläne gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Wie viel haben wir denn? 200.000. Das ist für unser momentanes Spiel gedöhnt schon relativ viel Holz eigentlich. Weiß nicht, mit Mopsy, habt ihr einen Vorschlag? Wiese, Vorschlag? Gibt irgendwas, was euch. Also, jetzt, ich weiß nicht, ob wir jetzt da schon auf größere Tiger gehen sollten. Oder ob wir, was anderes nehmen sollten. Können wir diesen kleinen Häcksler da kaufen? Willst du jetzt schon Häcksler kaufen? Warum nicht? Ich meine, natürlich cool wäre es für. Werner, das wird ein Vollkopf. Ja, alles gut, danke. Ich bin schon weg. Was soll ich jetzt sagen? Häcksler, ja. Die Frage ist halt, ob wir uns jetzt einen Häcksler kaufen. Nicht jetzt wegs Mais, sondern vielleicht wegen Schwarthexen oder sowas. Jo. Ja. Ich würde aber, ich weiß es nicht. Leo, was sagst du dazu? Was für ein bisschen kaufen? Ja, das wäre eben die Frage gewesen. Ich möchte, ja, weiß es nicht. Haben wir überhaupt einen?
Wir haben einen drin. Wo denn? Bei Diverses ist einer drin. Der hat richtig coole Aufsätze, ne? Ich weiß nur nicht, was der taugt. Ja, man könnte das mal ruhig mal testen, also prinzipiell wäre das egal. Weil mit dem könnte man theoretisch Gras häckseln, glaube ich sogar. Wir könnten Mais häckseln. Wir könnten Schwatt häckseln. Ja, so ziemlich alles eigentlich. Also es sind so ziemlich alle Aufsätze bei, die ich mir jetzt gerade so spontan einfallen. Oder? Ja, ich guck jetzt nochmal nach. Ja, für Mais häckseln würde ich auf jeden Fall ein größeres Gerät kaufen, weil mit 2 Metern Arbeitsbreite über so ein Feld zu häckseln, da hast du keinen Spaß. Zum Schwarthäckseln bin ich durchaus einverstanden, kann man das Ding holen. Ja, aber nur zum Schwarthäckseln bringst du ja nichts. Da können wir gleich auf den Großen sparen und für den Großen dann alle Aufsätze kaufen. Wieso? Warum nicht? Wieso? Du kannst doch mit dem ohne Probleme Schwarthäckseln. Mhm. Das geht wunderbar. Also du willst jetzt Schwarthäckseln und in weiterer Folge dann später? Irgendwann einen größeren kaufen und für den dann zum Maishäckseln verwenden. Aber zum Schwarthäckseln kannst du immer noch den kleinen verwenden. Okay. Gehen wir natürlich auch die Variante mit dem Gras häckseln, ne? Dabei hast du genau die gleiche... Die gleiche Arbeitsbreite. Aber ganz ehrlich, ne? Ob wir jetzt das Ganze abmähen, schwaden, sammeln... Ja, aber damit hast du 5 Leute beschäftigt. Ja, da können wir auch 2 von den Häckslern kaufen und 2 Abfahrer nehmen. Da habe ich 4 Leute beschäftigt und einen, der abfährt. Festfährt. Das Problem wird nur werden, dass du, wenn du direkt... häckselst, also kein Schwarthäckseln betreibst. Ja. Du wirst so ziemlich ein halbes Jahrhundert brauchen, bis ein so ein Anhänger mal voll ist, weil beim Schwarthäckseln hast du ja dann doch eine größere Ausbeute. Okay. Das stimmt, da hast du recht. Anderer Vorschlag. Was ist, wenn wir ganz bisschen ins Tiergeschäft einsteigen? Mir ist egal. Bobsi, du kannst die Maschine hochmachen, dann geht's ein bisschen besser. Nein, das muss so. Ah ja, okay. Genau. Zieht und zieht. Ich nehme die hier. Mach das. Ja, ich weiß nicht, 50 Kühe oder sowas? Weil Silage ist ja kein Problem. Die können wir produzieren. Stroh ist auch kein Problem. Was brauchen wir denn noch? Gras. Gras ist auch kein Problem. Und somit hätten wir schon mal... Wasser, wir haben den Wassertrader sogar noch. Ach, nein, den haben wir verkauft. Haben wir verkauft. Aber wir könnten einen kleinen Kotte Universal Gedöns kaufen. Das ist richtig. Und der kostet nicht viel, der kostet 10.000, glaube ich. That is right. Weil ob wir jetzt die Silage zur BGA, die das Häckselgut zur BGA bringen, oder ein bisschen was am Hof lagern, ist Wumpe eigentlich. Ja. Und ausmisten können wir haben Frontlader. Das Einzige, was wir über kurz oder lang brauchen, ist vielleicht ein Güllefass und Miststreuer, aber mit dem könnten wir natürlich wieder mehr Leute beschäftigen. Leo, fährst du schon wieder auffüllen? Nee, ich bin fertig mit... Achso. Nee, wir haben noch ein weiteres Feld. Aber ich habe keine Körners mehr. Ja, ich auch. Ich habe noch 4%. Dann ist Feierabend. Sag mal, wenn ihr Drive Control verwendet, ne, und ihr habt dieses Vorwärts-Rückwärts-Fahren an, wie bremst ihr dann? Mit der Bremse. Das funktioniert nicht. Der wird nicht langsamer. Ich nehme mal einen Fuß vom Gas und lege einen Rückwärtsgang rein. Ja, du musst aufpassen. Du musst bremsen, aber noch im Gang bleiben und dann umschalten. Also du darfst jetzt nicht, wenn du jetzt sagst, okay, ich fahre rückwärts, jetzt Rückwärtsgang rein und dann erst bremsen. Das geht nicht. Du musst erst bremsen und dann umschalten. Okay. Ja, das ist nicht so einfach. Braucht ihr mich noch hier? Ich müsste auffüllen. Nope. Nächstes Feld. Alles klar. Sascha, du machst deine Bahn noch zu Ende, ne? Ja. Wir müssten vielleicht mal gleich den Server neu starten und noch ein paar weitere Mods mit reinnehmen. Real Light und Real Night Mod vielleicht mit reinnehmen. Das können wir gerne machen. Meinetwegen können wir auch die MB-Truck-Serie mit reinnehmen, die uns freundlicherweise von Forbidden Mods zur Verfügung gestellt wurde. Da sind alle bei, von 900 bis 1800 alle. Mit Knicknase alles drum und dran. Wenn man die haben möchte, über kurz oder lang. Boah, doch. Wenn wir sie jetzt schon bereitgestellt bekommen haben, dann können wir sie auch durchaus... Wir dürfen sie verwenden, also das finde ich schon eine geile Aktion, weil mindestens die Hälfte davon sind Privatmods und dann muss er normalerweise, ne? Geht nicht so einfach. So, jetzt Kühe, dann mache ich irgendwas mit Stroh oder Raps. Moment, ganz kurz. Mach Weizen. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Weizen. Weil dann haben wir Stroh,
theoretisch. Und wir müssten eigentlich so alles mal im Lager haben. Wäre nicht so schlecht. Haben wir eigentlich das eigentlich schon gerobert, das Feld? Ja. Ist das auch schon fertig. Gedüngt? Jo. Sehr gut. Also zu viert macht das ganz ehrlich Spaß. Hast du einen Kurs, Patrick? Denselben wie eben. So, fährst du einfach weiter? Jo. Okay. Ja, hier einen vernünftigen Kurs anlegen ist ja eigentlich fast unmöglich. Ja. Die Felder hier wirklich extrem geschlängelt sind. Aber nur das hier eigentlich. Also das andere auch, ja, aber... Es geht. Jo. Es gibt Schlimmeres, ne? Ich finde den Himmel auch einigermaßen ansprechend. Weiß nicht warum. Wollen wir alles ansehen und dann... ja, gucken wir mal. Haben wir noch das Feld, haben wir noch zum Ansehen, oder? Yep. Ja gut, das schaffen wir noch in der Folge. Und dann, wenn wir uns morgen dann wiedersehen, dann werden wir einen neuen Tag haben mit neuen Mods. Das ist doch mal cool. Oh, Werner packt aus. Was genau habt ihr hier vor? Ich sehe an. Ach, verdammt. Ja. Ich hol den Grupper nochmal. Ja. Tada. Mopsi umschalten. Mopsi. Yep. Du musst nicht traurig sein. Werner? Ja? Dir ist schon klar, dass das hier eine Direktdrahtmaschine ist. Ah, ist das eine Direktdraht? Bist du da einfach so drüber fahren kannst? Bist du dir da sicher, Patrick? Weiß ich gar nicht. Ich meine, das ist eine Direktdrahtmaschine. Wir werden das jetzt testen. Ich weiß ja, welche Schwarte ich versaut habe. Moment. Weiß. Also so. Zumindest hat es eine Kreiselecke vorne drin. Vielleicht. Ne, ich weiß ja nicht. Wir gucken mal nach, ne? So, hier wollte ich anfangen. Und dann ist es die Bahn hier. Könntest du ja nicht sagen. Second. Ich glaube aber nicht, Patrick, weil er braucht keine Körner bei mir. Na gut, dann ist es ja nicht. Ich habe in Erinnerung, dass die Kleine auch eine Direktseite ist. Jetzt hat er einen Cone gebraucht. Guck doch gleich einfach im Inspektor, was da angezeigt wird. Ja, lass mich kurz die Bahn fertig machen. Ich, ja. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Es ist da halt ein Streifen Weizen drin oder Raps oder was auch immer, geht die Welt da auch nicht unter von. Ja, es ist, glaube ich, wirklich ein Streifen, ja. Ja, sorry, war nicht absichtlich. Aber es ist nur ein Streifen. Macht das den Drescher nichts? Nee, ne? Nö. Aber gut, das ist halt nun mal so. Wenn man die ganze Zeit rumblubbert. Ja, ja. Ich hab ans selbe gedacht, ich wollt's nicht sagen. Ey. Doch, warum, Patrick? Doch. Du kannst alles sagen hier. Nee. Der Leo schafft das schon. Ja, aber man muss nicht ja nicht drei Leute mobben, Werner. Doch. Warum? Er kennt sich, was? Verdient hat das nämlich alle Male. Der gute Werner. Leo, der MB-Tag, der hier drauf ist, ne? Den ich jetzt gerade fahre, ist das auch einer von Verbindungs? Ich glaube, ja. Okay. Ich meine, die hätten alles freigegeben, bis auf die 1800er Serie. 1800 und 1500, glaube ich. Die 1500er mit der Knicknase auch nicht. Was ist eine Knicknase? Das wirst du dann gleich sehen. Okay. Da ist sogar der schwarze Black Beauty dabei, der 1800er, glaube ich. Mhm. Und auch 1800er Frontlader-Pack und boah. Da ist alles bei, Junge. Da habe ich, ja. Irgendein Zuschauer hat uns so eine Seemaschine geschickt. Linked, ja. Gelinkt, so eine Keverland, ja, Querland. Ja. Diese rote, ja. Die rote. Ja, ja, ja. Ich glaube, McCopsy, du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Ich habe die ausprobiert. Ja. Ja, minimal bearbeitungswürdig das Ganze noch. Okay. Ich sag's einfach mal so. Ja, schade.
Ja, aber das ist auch gut, Leo, dass du das jetzt ansprichst, weil es glauben immer viele, ja, der passt ja gar nichts vorschlagen, weil die nehmen sowieso nicht, was ich sage, ne? Nee, nee. Das ist ja nicht so. Wir gucken das da schon tatsächlich an. Wir gucken uns das schon an, ne? Ich hab's auch ausprobiert. Hast du das gemerkt, dass beim Ansehen die Effekte teilweise 2 Meter versetzt sind? Ja. Das ist witzig, das sah echt witzig aus. Das sah echt komisch aus, ey. Das war nicht hilfreich für die Aufnahme, ne? Nee. So minimal gar nicht. Das ist echt ein. Musst du dir vorstellen, du siehst einen Grubber, wie der arbeitet. Ja. Und die Effekte beim Grubbern sind einfach mal 2 Meter weiter links. Alter, wie geht das denn? Es ist, ne, der hat schon ganz normal. Falsch gesetzt. Die Partikel sind einfach falsch gesetzt, ne? Okay. Aber. Ich kenn mich da nicht aus. Das ist schon sehr witzig gewesen. Aber natürlich ein No-Go für eine Aufnahme. Ja, klar. Das geht natürlich nicht. Das ist nicht so von Vorteil. Ich meine, wenn ein Mod schlecht ist, sag mal, ne? Dann ist es halt so, aber da muss man den nicht noch präsentieren. Ja. Nicht so wie ich auf der Bindelbach mit der Seemaschine. hat er gar nicht Not. Seemaschine, Fliegelanhänger. Ey, der Fliegel war deine Idee, ne? Nein, also, war ganz er ruhig nicht. Alter, ganz ehrlich, ne? Ihr wisst ja gar nicht, wie viel Zeug wir wegschmeißen, weil es einfach kacke ist. Aufnahmetechnisch. Ja. Die heutige Bindelbach-Folge, bestes Beispiel. Da haben wir davor schon mal 9 Minuten aufgenommen, in Müll geschmissen. Weil, ja, war einfach kacke. Aber Leo, im Nachhinein betrachtet, ne, war das richtig gut. Echt? Ja, weißt du warum? Jetzt kommt's. Weil wir in den 9 Minuten, oder in dem Video, das heute erschienen ist, was komplett anderes gemacht haben, als wie in den 9 Minuten, die wir vorher gemacht haben. Ne? Ist das so? Das ist so. Wir haben kein Feld gekauft gehabt in den 9 Minuten. Wir haben nicht gedroschen. Wir haben gar nichts gemacht. Ich habe nur gegüllt und du hast ein bisschen Ballen aufgeräumt und das war's. Also ist gar nicht so schlecht. Ja. Aber du hast es nur verschoben. Ja. Du musstest trotzdem noch güllen und gut, das mit dem Ballen hat sich jetzt mehr oder minder gegessen. Das hat sich erledigt jetzt, ja. Aber das Güllen, das bleibt auf jeden Fall. Ja, ich... Hab's deswegen, ja. Ja, ist egal. Hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Ja. Ja. Hat der Leo auch gesagt, ja. Ja, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Hat sowas von Spaß gemacht, Leo. Vor allem erstmal den Fehler zu finden. Ja. Ungefähr 5 von den Server neu starten. Hey, es hat Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Muss ich euch nochmal helfen, Jungs? Da sind noch ein paar Bahnen. Sehr gut. Nehmen wir gleich die hier. Da komme ich. Ah, okay, dann nehmen wir die nicht. Fahren wir weiter. So, dann nehmen wir die hier. Noch immer was dagegen? Nee, okay. Kannst du ruhig nehmen. Danke. Sehr nett von euch. Sehr großzügig. Hier, Bernhard, da lang musst du fahren. Ja, danke. Hier. Hier lang fahren, Werner. Ja, danke. Hier lang. Leo? Hier lang, Werner. Lass das. Okay. Aber also normalerweise winkt Leo immer mit seinen Spurreißern. Ach, hör auf jetzt hier. Machst du das schon? So. Ah, ja, ich habe einen Fehler gefunden. Ich fange nochmal von vorne an. Moment. Schon wieder? Aber das, wie heißt denn das? GPS funktioniert rückwärts auch ganz gut. Ja. Ja, keine gezogene. Da stirbt ein Lenkrad. Ja. Sag Mopsi? Ja. Ich gebe dir dann einen Link für WD-40. Kannst du von mir kriegen. Achso, okay. Ich habe auch noch einiges da. Also WD-40 ist, glaube ich, in jedem Haushalt vertreten. Ja. Ja, muss das sein, ne? Das muss einfach sein. Ich glaube, der Leo hat kein Zuheim, ne? Leo? Natürlich habe ich kein Zuheim. Wofür ja, auch? Leo liebt Olivenöl. Ja. Oh. Hat er ausgewichen. Das passt. Hat er ausgewichen, hat da. So, dann haben wir das schon fertig. Das ist gut. Das ist gut. Achso, ja. Ich glaube, das geht sich genau aus. Ein Körnchen habe ich noch.
Sonst könnte ich nochmal vorbeikommen, Patrick. Ansonsten könnte ich auch noch. Ich habe auch noch, weiß ich nicht. So, noch eine Bahn. Fertig hier. Klopft euch um die eine Bahn. Ja, ja, ja. Ich nehm. Mach ihn weg, er macht mich traurig. Ja, 8 Körnchen, 1%, passt. Tschüss, Abfahrt. So, dann räumen wir das jetzt noch auf und dann sind wir schon wieder fertig für heute. Die Seemaschinen bitte voll machen, wenn ihr sie gleich zum Hof bringt. Sicher? Leo, bist du da ganz sicher? Willst du die Seemaschinen austauschen? Ich weiß es noch nicht. Ich will mir die Option offen halten. Dann lasst es halt bleiben. Leo, ich lass bleiben, ne? Ja, lass. Ja, du lässt es sowieso alles bleiben. Ich lass sowieso bleiben. Oh mein Gott. Alter, über die Hüpfer hier, ne? Das, da musst du langsam drüber fahren. Alter Schwede, ich wollte jetzt erstmal gucken, was hier so drin ist. Moment. Kann man hier reinfahren? Oh, da kann man reinfahren. Patrick? Da ist ein Foto. Das darfst du nicht angucken. Warum? Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Moment. Was zum... Das ist ein bisschen eng hier. Ich frage nicht. Besser ist das. Besser ist. Also besser, du kannst einfach nur nicht fahren, Werner. Alter, das Ding ist so lang, ne? War ja eine gute Idee, hier reinzufahren. Ach, verdammt. Ja, Patrick, ich fahr doch schon weiter. Nee, davon rede ich nicht. Ja, ja. Alles klar. Sogar was für Leo dabei. Was? Nee, Leo mag das nicht. Ja, da unten ist ein Johnny. Achso, okay. Wo bist du lang gefahren, Werner? Hinten. Oh, ja, gut. Hier ist mein Name? Raus. Nee, ich sehe es dir nicht gerne. Hier. Ja, Leo, ganz hinten. Mir rum. Hallo? Aha! Alle schubsen mich durch die Gegend, ey. Alles klar. Läuft bei uns. Wo habt ihr die Trecker hingestellt? Ich stelle die jetzt einfach mal hier auf. Werner, willst du das ausblenden, das Bild? Ausblenden? Was soll ich denn ausblenden, Leo? Dieses Bild. Den John Deere, bitte. Den John Deere, weil der ist zerstörend. Nein, hätte ich es nicht. Ich hätte das Thumbnail genommen. Okay, cool. Matsch. So, aber wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, würde uns sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der Endsam Gebirge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.